drei Übungen, die du wirklich jeden Abend üben solltest. Ich erkläre dir, warum die Übungen so wichtig sind und worauf du achten solltest. Für die erste Übung kommst du in den Vierfüßlerstand. Du legst dir eine Decke unter deine Knie. Herzöffner, dein Becken bleibt über deinen Knien. Mit den Händen wanderst du weit nach vorn. Und hier ist es wichtig, du gehst nicht ins Hohlkreuz. Dein unterer Rücken ist lang, Steißbein zieht nach innen. Kannst vielleicht die Stirn ablegen. Die Schultern hängen nicht, du hebst die Schultern ganz weit an. Und vielleicht kommst du auf die Fingerkuppen. Die Schultern bleiben kraftvoll angehoben, Rücken ist lang. Tiefe Atemzüge, 5 Atemzüge, bleibst du in der Position. Auflösen, die Hände zurück und dann nach oben kommen. Die Übung ist genial, um die Wirbelsäule zu entlasten. Die Übung kann dir auch helfen, Blockaden in deiner Brustwirbelsäule aufzulösen und die Schultern profitieren davon, weil die richtig schön gut gedehnt werden. Die zweite Übung, das ist ein genialer Hüftöffner, ist ein schöner Ausgleich, wenn du im Alltag viel sitzt. Anjaneya Asana, du bleibst mit den Knien auf der Decke, rechter Fuß nach vorn. Die Hände gehen auf dein rechtes Knie und ich empfehle dir, mit dem rechten Fuß noch so eine halbe Fußbreite nach vorn zu wandern. Du kannst hinten die Zehen aufsetzen oder auf dem Spannen kommen. Probier das mal für dich aus. Zehen ist oft stabiler. Und hier schiebst du dein Becken, dein Knie nach vorn. Auch hier die Schultern, die gehen nicht mit nach vorn. Du ziehst die Schultern nach hinten, unten. Steißbein nach innen, Bauchdecke aktiv und damit ist der Rücken geschützt. Und da kannst du dich wunderbar in die Position reinatmen. Bleib für 5 bis 10 Atemzüge und du hast hier links eine wunderbare Psoas-Dehnung. Auflösen, zurückkommen und dann übst du entsprechend die andere Seite. Bevor ich dir jetzt die dritte Übung vorstelle, wenn dir das Video gefällt, so abonniere meinen Kanal, klick auf die Glocke und du bist immer bestens informiert. Kannst auch den Kanal mit deinen Freunden teilen, das ist die schönste Form der Wertschätzung. Ja, die dritte Übung, das ist die Taube. Ausgangsposition, Vierfüßlerstand. Und du ziehst dein rechtes Knie zur rechten Hand. Hier ist es wichtig, schau mal auf meinen Fuß. Schienbein, Spannenlinie, also dein Fuß ist nicht herangezogen in Linie und damit hast du dein Knie wunderbar geschützt. Was oft falsch gemacht wird, die Leute, die kippen seitlich. Halte die rechte Hüfte oben, dein linker Oberschenkel leicht nach innen drehen, damit ziehst du die linke Hüfte nach vorn. Du merkst das, damit wird die Dehnung intensiver und jetzt kippst du einfach aus dem Becken nach vorn. Unten, ich mache gern 2 Fäuste, leg die Fäuste übereinander, die Stirn auf die obere Faust. Und damit ist die Halswirbelsäule geschützt. Du bleibst in der Position 5 bis 10 Atemzüge und das Auflösen. Dazu bringst du die Hände zurück unter die Schultern, schiebst dich mal zurück in den herabschauenden Hund, dann die Knie auf den Boden zurück und dann kannst du schon die andere Seite üben. Ja, schreib mir gerne mal einen Kommentar, welche Übung du abends so liebst. Ich freue mich, von dir zu lesen. Genau diese Übung habe ich für dich in eine Übungssequenz gepackt. 15 Minuten Yoga am Abend. Das Video habe ich hier für dich. Empfehle meinen Kanal weiter. Dann sehen wir uns wieder auf der Matte.